Nordic Games und The Farm 51. Powered by Unreal Engine. Werbung. Deadfall Adventure. Ein Spiel von Nordic Games und Area The Farm 51. Und es ist ein Adventure, so ähnlich wie Indiana Jones, wurde mir mal gesagt. Und ich habe es bis jetzt noch nicht mal angespielt. Ich habe es mir mal kurz angesehen bei einem Kollegen, der das auch gespielt hat. Aber da hatte ich mir das schon lange gekauft. Ich werde es jetzt testen und bin gespannt. Ja, es gibt noch keine es gibt noch keine Spielstände bis jetzt, aber das ist ja normal beim neuen Spiel. Und dieses Piratenschiff sieht irgendwie hübsch aus. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie es sich spielt, worum es geht. Ich weiß nur, hier ist ein Flugzeug abgestürzt, da war eben ein Piratenschiff und das Abenteuer geht los. Ein neues Abenteuer beginnen. Ich nehme alles auf normal und starte das Spiel. Verehrter Leser, zunächst einmal muss ich mich für meinen unverblümten Schreibstil entschuldigen. Als Grund kann ich lediglich vorbringen, dass mir das Gewehr näher ist als die Feder. Ich bin Übertreibungen zuweilen nicht abgeneigt, aber so unglaublich die folgende Geschichte auch scheinen mag, sie ist mir genauso in Erinnerung geblieben. Denn ich habe am eigenen Leib erfahren, dass alle Dinge ewig leben, nur schlafen sie zuweilen und geraten in Vergessenheit. Das ist schon mal interessant, ja? Ein großer Name kann eine noch viel größere Last sein. Und mein besonderes Talent, Schwierigkeiten anzuziehen, hatte gerade wieder zugeschlagen. Noch etwas, das ich anscheinend von meinem berühmten Vorfahren geerbt habe. Die Nebeleffekte sind schon mal ziemlich gut. Ich bezweifle stark, dass hier je ein Tag ohne Sandsturm vergeht. Und er hätte bestimmt etwas gegen das Wort Kollege. Damals war ich noch kein Field Agent, sondern nur Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Ach, so nervig ist nicht. Ich bin in jedem Fall sicher, das Treffen ist den Aufwand wert. Sie liegen nur sehr selten falsch, Professor. Aber heute könnte einer dieser Tage sein. Und schon wird die Tasche geklaut. Schöner Auftritt. In dieser Gegend solltest du deine Fahrer etwas sorgfältiger aussuchen. Professor, darf ich vorstellen? James Lee Quatermain. Quatermain? Meinetwegen. So, jetzt bin ich gespannt, was er mich... So viele Bücher. Ich dachte, du bist eher der Zeitschriftentyp. Oh, die waren Teil der Einrichtung. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Ich vermute, der Kompass meines Urgroßvaters ist nicht bloß für Ihre persönliche Sammlung. Korrekt. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte, dass Sie sich uns anschließen, Mr. Quatermain. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Ich fürchte also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quatermain. Über Sie? Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Und Agent Goodwin könnte jemanden mit Erfahrung brauchen, der ihr den Rücken frei hält. Hier, das gehörte Ihrem Urgroßvater. Sie werden es brauchen. Das wird nicht billig. Ich hoffe, das ist Ihnen klar.
Ach, was soll's. Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken. Oh. Inhalt wird gespeichert, schalte den Computer nicht an. Wenn du mit Alt links das Licht deiner Taschenlampe bündelst, mein hast du den Rest des Texts verpasst. Alan Quatermain. Sein Name steht für Abenteuer und ist meine Haupteinnahmequelle. Viele Leute zahlen gut dafür, dass sie später sagen können, sie sind mit einem Quatermain gereist. Und ich machte alles, wenn der Preis stimmte. Sogar Babysitter spielen für eine Grünschnabelagentin. Unser Informant bei den Nazis hat uns berichtet, dass sie versucht haben, in den Tempel zu gelangen. Aber das Tor zum inneren Heiligtum nicht öffnen konnten. Sie sind weg, aber sie kommen bestimmt wieder. Wir müssen das schaffen, woran sie gescheitert sind. Denk an unsere Abmachung. Ich bring dich nur rein und raus. Mehr nicht. Du bekommst dein Artefakt. Alles, was ich sonst noch finde... Klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Unser Informant Shepard liefert schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer. Den Araber, der meine Tasche klauen wollte. Er gehört einem Stamm von Dieben an. Die glauben, die Reichtümer des alten Ägypten plündern zu dürfen. Dabei ist das doch eindeutig Onkel Sams Aufgabe. Ja. Okay, Maus am Umzusehen habe ich schon hingekriegt. WSAD, wie immer. Und ich folge einfach ihrem Weg. Bin gespannt. Ja. Brauchst du eine? Nein. Gut. Nur eine Pistole. E drücken, um die Karte zu nehmen. Schatzkarten weisen den Weg zu wertvollen Artefakten, die du manchmal an einigen Stellen im Spiel finden kannst. Du kannst die Karte aufrufen, um nachzusehen, welche Schätze du bereits gefunden hast, indem du Tabulator drückst, während das Notizbuch ausgewählt ist. Jetzt müsste ich nur wissen, wo hier Anfang ist und halte ich die Karte so. Zwei Säulen? Nö. Dies sind wahrscheinlich die beiden Säulen. Hab hier noch was, außer der Zigarre. Und den Wagen hier. Scheinbar nicht. Wir gehen rein? Holen, weshalb wir gekommen sind, und verschwinden. Hört sich gut an. Ja. Und ich schätze mal, Vorsicht. Hier gibt's einen Trick. Vorsicht. Machst du jetzt was, oder? Oder nicht? Steuerung links, um in die Hocke zu gehen. Achso. Du auch? Nein, du machst es cooler. Okay. So, ich schätze mal, das war der Eingang. Rechts gibt es nicht. Oder sind das die beiden Säulen? Oder ich bin schon mittendrin und weiß einfach nicht, dass ich es bin. Schön, dass du deinen Daumen da drauf hast. Okay. Gut. Das hört sich weniger gut an. Ja. Warum schieße ich jetzt? Wegen der Armbinde, alles klar. Das war's. So viel zum Begrüßungskomitee. Waren doch recht nett. Ach, ich habe auch noch bessere Waffen. Nun nehme ich doch die von Al Capone. Okay, da ich jetzt nach rechts gehen kann. Egal.
So, was haben wir hier? Hier haben wir noch. Was du das? LKWs. Ah, da war noch. Recht hübsch aus hier. Kann ich auch laufen? Ich kann laufen. Ich dachte gerade, da wäre das Symbol von Assassin's Creed, aber das wäre, glaube ich, unpassend in dem Fall. Und hiermit kann ich bestimmt auch nichts anfangen. Ich weiß, gut. Du glaubst an nichts von alledem. Aber was sich in diesem Tempel befindet, könnte das ändern. Begreifst du, was sich vielleicht im Heiligtum befindet? Da. Eines der mächtigsten Artefakte in der Geschichte. Nein, du kommst schon hinterher, auch wenn du gerade festhängst. Ja, ich will dich trippeln. Na dann hinein in die gute Stube. Kannst du mir den Text nochmal sagen? Ah. Mit E die Dinge öffnen. Hübsch. So. Da ist auch kein Indiz, wo ich jetzt gerade bin, oder? Ah, hier sind noch. Hier ist echt nichts drin, oder? Einfach nur Krüge mit nichts drin. Wie dem auch sei, du stehst hier schon so bereit, als müsste ich hier den Hebel drücken. Ja, das war meine erste Errungenschaft, Jäger der verlorenen Pyramide. Immer noch skeptisch, wie ich sehe. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein auf sich? Die Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne, als sie die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Na dann. Auf geht's durch die Ziegenböcke. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt überhaupt nichts gefunden von dem, was auf der Karte zu sehen war. Oh, eine Fackel, kann ich die mitnehmen? Schade. Dieser Schrein hier, oder was auch immer das ist, Sarkophag, hat anscheinend eine direkte Verbindung nach oben. Damit die Toten auch immer schön ihre Nachtlektüre lesen können. Hallo, Kätzchen. Bereit, Quartermain? Dann überlasse ich dir die Ehre. Aha, Träne der Iris aufsammeln. Träne der Iris zu einsetzen. Der gehört in ein Museum. Eigentlich ja. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Ja, 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 oh nein!
Viele hielten meinen Urgroßvater für einen verrückten Lügner mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ah, doch alles wahr, was er geschrieben hat, oder? Ich habe bereits 12 Männer da hineingeschickt. Nicht einer ist wieder herausgekommen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Aber die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Guten Morgen, Herr Quartermann. Guten Morgen, Herr. Eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen, selbst unter solchen Umständen. Hände weg, Sie widerlicher Primat! Ein bewusstloser Held. Und ich sehe mir jetzt den Boden an. Ja, dann lädt er kurz und dann kann ich mich endlich wieder umsehen. Nur ein kurzer Ausflug zum Tempel, meinte sie. Rein und wieder raus. Was hast du denn erwartet? Das hier ist einfach von einem Spiel. Okay, ich habe anscheinend keine Waffe mehr. Da habe ich mir extra die tolle Waffe von dem Capone ausgesucht. Ich habe hier ein Äffchen. Tut mir leid, Äffchen, ich kann dir nicht helfen. Ich kann gerade gar nichts tun, eigentlich. Außer mich zu fragen, ob die Schlange vielleicht gefährlich werden könnte. Aber wenigstens, hey, das sieht gut aus hier. Es kommt auch nur so ein kleines Hauch von. So. Mit dem Notizbuch kann ich zwischen den Notizen wählen. Ich habe doch eine Waffe dabei. Doch nicht. Eine Schlange, dafür ein komisches, kann ich das zoomen? Ich kann das zoomen. Okay, den Weg, alles klar. Und was sagt die Notiz? Das Auge. Au. Jetzt weiß ich, warum ich die Notiz habe. Schlange, Auge, Schlange, Schlange, Auge. Wupp. Okay, hier. Autsch. Hier. Ja, na klar. Was? Was wollt ihr mit dieser Notiz denn sagen hier? Schlange ist doof. Ist das jetzt alles, was du mir sagen möchtest? Okay, Auge, Auge, Auge. Ich dachte, er zeigt mir jetzt den direkten Weg an, aber sagt einfach nur, Auge gut, Schlange nicht.